Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Jetzt ist die Katastrophe an der A in der Eifel gerade mal etwas über eine Woche her. Und ich muss sagen, ich bin immer noch unter Schock, ob der Bilder, die wir im Fernsehen, in den sozialen Medien sehen. Und wenn man Menschen hört, die vor Ort waren, dann kann man nur erahnen, wie unermesslich groß das Ausmaß der Zerstörung vor Ort ist. Und umso mehr Mut gibt es, dass so viele Menschen mit anpacken. Ob durch Sachspenden, durch Geldspenden oder eben indem sie vor Ort wirklich wildfremden Menschen helfen, ihre Wohnungen auszuräumen, Schutt und Dreck auf den Straßen beiseite zu räumen. Es ist eine unglaublich große Solidarität der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Und ich kann hier nur meinen Hut ziehen, Respekt und Dankeschön sagen vor dem, was hier geleistet wird. Das ist Solidarität, die den Betroffenen vor Ort Mut und auch Kraft geben soll. Gleichzeitig gilt aber auch mein tiefes Mitgefühl all den Opfern und Angehörigen der vielen Toten und der auch immer noch Vermissten dieser furchtbaren Katastrophe. Wir sind in Gedanken und im Gebet bei all ihnen. Für mich wird es in dieser Woche wieder weitergehen mit meiner Sommerreise durch das ganze große Rheinland-Pfalz. Und hier wird auch das Ehrenamt im Mittelpunkt meiner Arbeit sein. Das Ehrenamt, was auch gerade bei der Bewältigung der Flutkatastrophe mit anpackt und ohne dieses Ehrenamt dies alles gar nicht zu stemmen wäre. Ich bin ab Montag unterwegs in Gau-Odernheim. Mein Weg führt mich über Mainz, über Trier, über Bitburg, in den Hunsrück. Seid einfach mit dabei hier bei Social Media und verfolgt meine Begegnungen im Ehrenamt.